Guten Tag, ich liebe euch. Ihr seid die Allerbesten. Ihr seid meine Abonnenten. Hehe, und ich bin der Gusur. Yeah. Juhu. Und jetzt kommt das Intro. Wenn ich es nicht schon vorher... Oh, ihr wisst, was ich meine. So, da sind wir. Wir haben wieder einen Freestyle. Das möchte ich sehen. Ja, okay. Ich muss sagen, das ist natürlich... Aber auch das hatte ich dann auch noch... Sorry. Der Energy Drink will wieder raus. Und das hatte ich dann auch dann nochmal so... Und man guckt dann so ganz krass. Boah, geil. Tau 08. Juhu, ich mache einen Platt. Also man freut sich halt immer wieder mega drauf. Und denkt sich auch, oh, richtig, richtig geil. Und so nimmt man natürlich super, super gerne mit. Das ist ja wohl mal ganz klar. Und ist natürlich auch immer wieder eine gute Übung. Wobei ich aber echt sagen muss, ich finde wirklich, Go Wipe kostet mir halt irgendwie immer wieder ein bisschen zu viel. Also wenn ich sehe, was ich hier wirklich jetzt im Goldbereich, natürlich auch im Goldbereich, aber wirklich auch im Dunklen halt farme. Ich habe ja jetzt wirklich auch sogar das Dunkle draußen zu stehen, einfach so aus Just for Fun, weil es kann halt wirklich sein, dass einer sagt, gut, okay, komm, ich droppe ein paar Pokis, mach sogar noch ein bisschen was Dunkles mit und fertig. Und damit gewinne ich einfach nochmal ein paar Pokis. Ganz klare Nummer. Und da lasse ich das drinnen und draußen. Und momentan geht es halt echt mit dem Dunklen so extremst ab. Das ist echt unnormal. Also man kriegt halt wirklich immer schön, ja, ich sag mal, Liga-Bonus knapp ein Tausender, sag ich mal. Je nachdem, wie man es halt eben ausgehandelt hat mit dem Gegner. Und ist halt mega geil. Und dann halt wirklich, wirklich wenn man gerade am Pokéfarm ist, ist er natürlich mega geil, wenn man halt sich einen Boost leisten kann. Das ist halt schon richtig nice. Hier auch, ihr seht es wieder, Loot ist definitiv da. Es ist nicht so, dass man sagen muss, oh hier, man verhungert hier. Also ich würde wirklich sagen, so, am Anfang war es so bei mir so, wo ich dachte, boah, in Gold ist noch vollkommen in Ordnung, in Kristall ist gar nichts mehr los, oh, dann kommt man da nicht weiter. So, dann war es bei Meister so, oh, Meister total die Trockenphase. Und dann auf einmal bei Champ geht es dann auf einmal mit dem Loot wieder nach oben. Gucken wir mal, ich meine, immerhin 14 Pokale, sage ich mal, 2 Sternchen sollte ich hier machen. Das sollte eigentlich ganz locker flockig passen. Hauen wir mal raus. 1, 2, 3, 4 und die 5. Das ist immer so die Standard-Kombo halt wirklich 5 hinterher. Schnell? Ja. Ich war schneller als der Minenwerfer. Aber leider nicht schneller als der X-Bow. Zack. Oh, das gibt's doch nicht. Ich wollte schon sagen, Rollen, Junge. Rollenspiel. So. Aber das war schon richtig, ich meine, für eine so eine Aufsprengung hier, aber die war es mir halt wirklich wert, weil ich hier dann wirklich gut ans Town Hall rankommen kann. Gucken wir erstmal nicht, dass die hier jetzt auf die Idee kommt, ja, jetzt ist der Magierturm eh beschäftigt hier. So, und dann müssen wir hier so ein bisschen gegenhalten, dass die Queen halt dann auch wirklich schön zentral geht. Ah, jetzt muss ich gucken, mit dem Luftfeger muss ich jetzt wirklich gucken. Ja, genau, ganz genau. So sieht es nämlich aus. Und man denkt immer auch, naja, Luftfeger, Luftfeger, ja, ja. Und dann achtet man mal nicht genau drauf. Also ist halt wirklich so, Queen Walk, ihr müsst aufpassen. So, 31%. Ja, außenrum wäre halt ganz nice, würde ich sagen. Aber für außenrum steht draußen halt nichts mehr. Ja, trotzdem sehr geil, sehr gut. Das wollte ich doch. Weil innen drinnen, lieber draußen schön noch das bisschen schön clearen. Da noch ein paar Sammler abgrasen, einwandfrei. Hier eben auch wieder das Problem, sonst normalerweise, wenn ich hier jetzt eine Luftabwehr hätte, die würde mir halt richtig schön die Heiler zerfetzen. Läuft hier ganz einwandfrei. Jetzt geh noch ein bisschen weiter nach draußen. Dann beschäftige dich noch mit dem Bogenturm. Und dann kriegen wir das alles hin hier. Ah, ich sehe das schon. Ich kann mir wieder schön danach eine Mauer gönnen.
Einwandfrei. So, jetzt wird es langsam tricky, denke ich. Jetzt muss die Queen ran und zwar an die Luftabwehr. Ganz genau. Jetzt erstmal die Kanone. Und ich will jetzt auch den letzten Rage nicht raushauen, weil der mir dann einfach wirklich zu schade wäre, wisst ihr selber. Oh, hier kann ich noch richtig Prozente machen. Das ist natürlich nice. Extremst nice, extremst nice. Jetzt würde ich sagen, hier komm, Rage, dass ich halt auch noch ein bisschen Zeit mit den Pokis verdienen kann hier. So, das reicht. Einwandfrei, ich habe über 60%. Somit kriege ich einen nice Loot auf jeden Fall im Bonusbereich. Und ich kann mir wieder ein. Achso, genau, nächste Sache. Mir kommen immer wieder Sachen. Wir haben es jetzt. Ich darf euch das gar nicht erzählen. Was heißt, darf ich nicht erzählen? Wir haben es kurz vor 10 wieder. Ich gebe wieder ordentlich Gas auf jeden Fall. Ich würde gerne, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich wieder runtergehe, werde ich das probieren, dass ich halt sage, gut, okay, eine Serie Queen Walk auf Town Hall 10. Dass ich halt wirklich sage, gut, okay, kommt, ich nehme zwei Rage und zwei Freeze. Zwei Freeze mit, dass ich halt wirklich gucke, dass ich den Inferno wegsäbeln kann, weil das muss auch gehen. Und da bin ich wieder. Und zwar haue ich hier wieder eine Mauer hin. Und jetzt wollen wir nochmal reinschauen, wie es momentan ausschaut, echt mit den Mauern. Guckt mal her. Das ist schon echt richtig, richtig nice. Das heißt, ich habe nicht mehr so viel. Sprich, wenn die Pokéjagd noch lange geht, muss ich dann echt in den sauren Apfel beißen und bis auf 3 Millionen hoch, dass ich halt immer eine Mauer zähnen kann. Aber ganz ehrlich, wenn ich noch die 40 Mauern hier jetzt einfach mal, sind ja in dem Fall nur noch 40 Millionen, die Mauern dann halt noch auf 9 raufballere, dann ist das eine super Sache und dann merkt man halt auch, es ist halt wirklich so, dass die gesamte Base hat halt schon ein anderes Layout, wenn man sagen kann, gut, okay, komm, eben nicht mehr die Achtermauern und dann passt das auch. Das ist in Ordnung, das ist passt. Aber wie gesagt, neuner Mauern eigentlich vom Aussehen her gefallen sie mir nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das wisst ihr ja. So. Wir können ja gleich nochmal angreifen. Ho, ho, ho. Den hätte ich natürlich auch richtig gerne hier schön ihm das Dunkle um die Ohren gehauen. Ich sehe gerade, ich habe 5 Giftzauber. 5. Nee, ganz ehrlich, also 5 Giftzauber muss ich jetzt nicht haben. Genau, zack, weg. Habe nicht rausgemacht. Und hier wirklich, muss ich echt sagen, auch nochmal echt. Nochmal ein Lob an alle im Clan. Es hat einwandfrei geklappt. Neue Leute wurden einwandfrei lieb und nett angenommen. Es gab keinen Stress. So, jetzt habe ich hier den Gift verteilt, zumindest ein bisschen was. Ja, der muss natürlich nicht nochmal gemacht werden. Wäre ja wirklich, das wäre ja nur wirklich Quatsch. So, jetzt haben wir das. Als nächstes wäre noch eine Mauer mit Elixier dran. 4 Gift. Ich fass es nicht. Ja, mit zwei Rage ist halt schon so eine Sache. Habe ich euch schon gesagt, dass mein neuer Mikrofonarm total geil ist? Es ist so geil. Also es ist wirklich so genial. Also jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt, beziehungsweise wirklich irgendwie was machen möchte, wo er halt Mikrofon irgendwie am Arbeiten hat, es. Man kann es gar nicht vergleichen mit so einem normalen Galgen. Da hatte mal Flying Uwe ein Video drüber gemacht. Der hat sich auch so ein Teil geholt. Fettes. Ich weiß gar nicht, ob es ein Product Placement mal war. Ich wollte mich da jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Aber ging halt darum, er hatte das irgendwie am Tisch dann festgetaped, dass das überhaupt ein bisschen hielt. Hier ganz ehrlich, 10 Pokis sind mir echt ein bisschen zu low. Ich sag mal 14. Zumal wir sie ja eh nicht alle bekommen. Alter, schade, er hat die Infernos hier. Alter, ist das ein Loot. Scheiße. Hashtag Holy Shit. Alter, gehe ich da auf Loot?
Aber das ist Kacke, das ist. Uiuiuiui. Alter. Da hätte ich jetzt auch gerne Go Wave. Alter. Und dann Elva King. Was hat der mit seinen Helden gemacht, Alter? Der hat doch gelitten. Nee, ganz ehrlich. Haltet mich für bekloppt und total dämlich. Aber ist. Ah, nee. Ich sitze dann da. Oh, schade, Pokis verloren. Mir ist halt wirklich die Pokijagd jetzt momentan einfach wirklich wichtiger. Alter, sehr geil. Der hat 24 Pokale. 24, hier sind die gegenläufig. Wenn ich von da reingehen würde, nee, dann gehe ich von der Seite rein. Hier von der Seite. Sollte ganz gut passen. Vier müssten das sein. Zack, aufgesprengt. Das ist die perfekte Lösung. Zack, vier Stück, bam. Gut ist. Hallo, ich bin hier. Ich wollte mal Hallo sagen. Wie geht's euch? Eure Mauer ist kaputt. So, jetzt wird die Queen schon langsam ein bisschen ruppig hier. Gibt's hier was? Gibt's hier was? So, ich würde gerne die Queen noch nicht mit meinem Rage voll pumpen, aber ich muss. Ich hätte gerne gewartet, bis wirklich ein Held in der Nähe ist, den ich dann wirklich gleich nochmal zusätzlich eine vor der Nase plätten kann. Komm, 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 bitte. Ah, geh dahin gleich im Rage. Das wäre so nice. Ja, genau, ganz genau. Jetzt sind die im Rage hier. Na, King? Nee, ja, wäre mir sonst down gegangen. Auf jeden Fall gehe ich kein Risiko ein. Jetzt müssen wir halt wirklich echt gucken, dass wir die Hütte leer kriegen. Weil ich muss jetzt wirklich alles andere von der Queen, also lenken. Weil halt, ja, hau ich den Golem raus. Ich meine, es ist gefährlich. Es ist wirklich gefährlich, weil der Golem halt wirklich als Ziel meistens für die Heiler dann ist. Sprich, die gehen dann nur noch auf den Golem, dass die den nur noch heilen. Aber jetzt musste ich halt irgendwie was tun. Ich habe kein Rage mehr. Das heißt also, da ist denn nicht mehr viel los, wenn die Queen jetzt hier einen vor den Latz bekommt. Aber ich meine, lootmäßig ist hier natürlich auch ganz nett. Ach so, hier. Wir können natürlich hier auch noch mal ein bisschen eskalieren. Oh, Queen, schade. Schade, Marmelade. Egal, gehst du halt down. Da haben wir noch den einen Bogi, der da noch ein paar Prozente macht. Und wie gesagt, jetzt, ich meine, ich kann es ja durchlaufen lassen, beziehungsweise ich könnte natürlich jetzt auch kurz killen und dann gucken, was dann bei rauskommt. Das mache ich mit dem Handy öfter. Also wenn ihr jetzt wirklich einen Angriff habt, der halt echt noch mega lange sich hinzieht, kein Problem. Handy aus, dann ist der Angriff halt durchgegangen und fertig. Genau, der Bogi macht da noch was. Ja, der Golem braucht natürlich ordentlich Zeit, aber ich sag mal, wenn ich jetzt besonders jetzt auf 40% noch komme, mit dem Bogi zusammen ja auf jeden Fall, dann habe ich einfach nochmal eine ganz andere, ja, eine ganz andere Prozentzahl beim Gewinn. Und dann passt das. Dann steht man nicht so da, oh toll, 20.000 gewonnen. Na, herzlichen Dank. Freut man sich. Klar, Queen is down, ist halt so. Aber die muss halt eben auch mal manchmal einen auf den Sack kriegen. So, gucken wir mal. Na, einwandfrei. Damit kann man leben. Aber den anderen, ich muss ja echt sagen, ich hätte ihn ja schon gerne angegriffen. Aber ganz ehrlich, spult gerne nochmal zurück. Wie hättet ihr ihn angegriffen? Ich meine, man kann jetzt immer schnell sagen, oh hier, warum hat er das nicht so gemacht? Ihr wisst selber, wenn ihr da steht, und ganz ehrlich, wirklich, ich bin ja damit ganz gut gefahren jetzt. No, man kann ja sagen, no risk, no fun. Gerne. Aber
So läuft's bei mir hier momentan. Richtig, richtig gut, wenn ich halt nichts riskiere. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seht die nächsten Folgen wieder weiter so. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis dann. Ciao, ciao.